Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal Beauty Panel. In diesem Video geht es um das Thema elektrische Rasierer. Wir haben uns von Philips das Modell Satin Shave Prestige angeschaut. Wie dieser Rasierer abschneidet und ob sich elektrische Modelle lohnen, erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt. Wie immer haben wir für euch das beste aktuelle Angebot herausgesucht. Schaut dazu einfach in die Videobeschreibung, um alle Informationen zu diesem Thema zu bekommen. Dort könnt ihr euch auch gleich den günstigsten Preis, den wir gefunden haben, sichern. Es lohnt sich also, vorbeizuschauen. Moderne elektrische Damenrasierer entfernen effektiv unerwünschte Haare und sorgen für eine glatte Haut. Im Vergleich dazu erfordert der mechanische Nassrasierer ein wenig Übung und kann die Hautoberfläche reizen. Deshalb bevorzugen viele einen schonenden Elektrorasierer. Oftmals haben solche Modelle eine ergonomische Form und verfügen über diverse Extrafunktionen. Auf der Suche nach einem geeigneten Rasierer geht es unter anderem um die Beständigkeit und um die praktische Bedienung. Einige innovative Modelle sind ohne Plastik gefertigt und damit besonders nachhaltig. Andere sind kompakt und eignen sich gut fürs Handgepäck. Ein weiterer wichtiger Faktor ist eine schnelle und saubere Rasur, damit eine glatte Haut zurückbleibt. Tatsächlich liefern nur wenige Elektrorasierer ein perfektes, effektives Ergebnis. Das führt dazu, dass man den Rasierer häufiger über die Haut führen muss, was Hautreizungen verursachen kann. Portale wie Stiftung Warentest prüfen regelmäßig elektrische Rasierer. Das Ergebnis zeigte, dass nicht alle Geräte für sensible Haut in Frage kommen. Es gibt jedoch einige elektrische Modelle, die speziell auf die Bedürfnisse von schmerzempfindlicher Haut zugeschnitten sind. Dabei zeigte sich, dass die Nassrasur im Allgemeinen schonender ist als die Trockenrasur. Der elektrische Rasierer Satin Shave Prestige von Philips ist sowohl ein Nass- als auch ein Trockenrasierer. Er verspricht ein sanftes und schonendes Rasieren dank abgerundeter Trimmspitzen. Nass-Trockenrasierer bergen allerdings auch ihre Nachteile. So ist der Anschaffungspreis meist höher als bei alternativen Produkten. Der wiederaufladbare Akku verfügt über eine Anzeige und hält rund eine Stunde durch. In der Verpackung mit enthalten sind 6 Aufsätze für individuelle Bedürfnisse inklusive einer elektrischen Fußpfeile. Ob sich der Kauf eines elektrischen Rasierers lohnt, hängt stark von den persönlichen Vorlieben und der bevorzugten Nutzung ab. Wer jedoch gerne zwischen Nass- und Trockenrasur wechseln möchte, liegt mit einem elektrischen Rasierer wie dem Satin Shave Prestige von Philips genau richtig. Ich hoffe, wir konnten euch die Funktionen des Elektrorasierers Satin Shave Prestige von Philips näher bringen. Über ein Like, Kommentar sowie ein Abo würden wir uns natürlich sehr freuen. Bis zum nächsten Video auf Beauty Panel.